herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Drei Fragezeichen-Orakel am 5. März 2019. 20. März ist Frühlingsanfang, Tag und Nacht gleich. In diesem 20. März mache ich ein großes Ritual mit schamanischen Trommel für das innere Gleichgewicht und für einen Neuanfang. So wie die Sonnenkraft zunimmt, die Tage werden länger, eignet sich diese Energie für einen Neuanfang. Und immer der Beginn zählt, mit welcher Energie wir etwas starten. So wie Hermann Hesse wunderschön beschrieben hat, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Die schamanische Trommel ist auch sehr wichtig. Das ist Rhythmus. Denkt ihr an die Zeit, der Mutterleib, das ist zwar jetzt nicht bewusst, aber es ist gut, da auch mal nachdenklich zu sein. Die erste Klang, was wir hören, das ist die Herzschlag, das ist Rhythmus. Wenn die Mutter in ganzen Zeit der Schwangerschaft in Harmonie ist, dann vermittelt für das Kind diesen harmonischen Klang. Aber das kann man nicht behaupten, weil eine Mutter hat auch mal Sorgen oder Angst oder bringt etwas sie aus dem Gleichgewicht oder fühlt sich unsicher. Und all diesen Emotionen durch den Herzschlag, aber auch durch den Blut, wird für das Baby übertragen. Wir haben aber einen Urklang, ich könnte sagen, in Einklang zu sein, zu Mutter Erde. Und das harmonisiert mit unserem Herzschlag. Und diesen schamanischen Trommel führt uns zu dieser Schwingung. Und das hat eine heilende Wirkung. Also das kommt auch noch dazu. Ihr könnt teilnehmen in diesem großen Ritual. Die Teilnahme beträgt mein Honorar 10 Euro und anmelden könnt ihr per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist ritual@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesen drei Fragen. Erste Frage ist, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er macht sehr viel Gedanken über diese Liebe. Und ihm ist das bewusst. Das ist göttliche Energie. Es ist auch kein Zufall, diese Begegnung. Und diese Karte zeigt nicht nur diese Energie, sondern auch diese Reinheit, wahre Liebe, tiefen Gefühlen.
Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Er braucht momentan die Ruhe. Es kann natürlich sein, dass er im Augenblick im Rückzug ist, aber das hat nicht mit euch was zu tun. Er ist auch nicht beleidigt, sondern sehr, sehr nachdenklich. Schaut nach innen. Und diese Ruhe, diese nach innen schauen, löst bei ihm etwas aus. Ihm ist es bewusst, wie wertvoll diese Liebe ist. Was vermittelt er? Erstens vermittelt die Treue, auch die Geduld. Diese Karte zeigt, er möchte sagen, seid ihr geduldig, ich bin da, ich bin auch treu. Und das Haus im Hintergrund zeigt die Struktur, Sicherheit, Stabilität, vielleicht sogar eine Ehe oder eheähnlichen Verbindung. Symbolisiert das Bild auch die Finanzen, das muss er natürlich auch in Ordnung bringen. Die vierte Karte hier ist eine zusätzliche Botschaft und zeigt Kraft und Stärke. Diese Liebe hat Kraft. Er braucht gerade Kraft und Stärke, ist noch im Rückzug, im Nachdenklichkeit. Und ihr braucht auch die Kraft, geduldig zu sein und im Vertrauen bleiben. Und das waren diese drei Fragezeichen Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist das die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.